Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Lass es dir schmecken. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Heute zeige ich euch ein sehr einfaches Rezept fürs Reis. Schmeckt sehr gut, ist sehr einfach zu machen und ist sehr lecker. Und passt auch zu vieles dazu. Und falls du mein Video zum ersten Mal siehst, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen. So, an dem Tag habe ich auch Okra gemacht und dafür habe ich auch für euch ein Video gemacht, schaut es dann nach. So, fürs Reis brauche ich hier Reis, Fadennudel, Butter und Salz und natürlich dann auch Wasser. In meinem Topf habe ich ein Tee Butter, ihr könnt 1 bis 2 Tee Butter, 1 bis 2 Esslöffel Butter hineingeben und euer Fadennudel dann so andünsten, bis es so goldenbraun geworden ist. So ungefähr soll diese Farbe bekommen. Und dann werde ich meinen Reis dazugeben. Ich habe hier ungefähr 650 Gramm Reis genommen und so 100 Gramm Fadennudeln. So, ich mische jetzt alles nochmal gut zusammen und lasse meinen Reis auch von meiner Butter ein bisschen den Geschmack nehmen und werde es jetzt mit Wasser gießen. Und das Wasser soll so ungefähr 2 cm über unser Reis ist oder es kommt ja drauf an, welche Reis ihr nehmt, ob es Langkorn oder Rundkorn, es steht immer, wie viel ihr Wasser für euer Reis gibt. Also wie viel ihr Wasser zu euer Reis geben solltet. So, ich werde hier noch ein bisschen Wasser dazu geben und zudecken. Und wenn es jetzt so anfängt zu köcheln, und es sieht dann genauso aus, dann werde ich die Hitze runterdrehen auf so 2 und lasse es dann für 15 Minuten. So schaut dann unser Reis aus nach 15 Minuten. Es sieht jetzt super aus und riecht auch ganz toll. Ich werde dann jetzt meinen Herd ausschalten. Und ich werde es jetzt nochmal für so ungefähr 2 Minuten decken. Danach ist unser Reis fertig, schmeckt sehr, sehr gut, riecht wunderbar und ist sehr einfach zu machen. Und es passt wirklich mit vieles zusammen, vor allem so mit Gemüse, schmeckt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, an dem Tag habe ich Okra gemacht. Es hat super lecker geschmeckt. Das ist so eine Art ägyptischer Okra. Habe ich auch dafür ein Video gemacht. Schaut dann in meinen Kanal nach. Ihr werdet es finden. Und ja, für weitere Videos abonniert meinen Kanal und vergiss nicht, Daumen nach oben zu geben. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Ich wünsche euch allen schöne kommende Feiertage. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!